Internationale Freundschaft 2016. Es war ein Tag, wie ihn die Welt noch nicht erlebt hat. An diesem Tag wurde Weltgeschichte geschrieben. Über 40 Nationen bezeugen ihre Liebe zu anderen Ländern, Kulturen und Religionen. Ein ideologisches Feuerwerk mit mondialem, das meint weltumspannenden Laufsteg der Liebe. Versöhnungen und Liebesbezeugungen zwischen zerstrittenen Ländern und Religionen. Wir brauchen euch Ukrainer, wir brauchen euch Europäer, wir brauchen euch Amerikaner, wir lieben euch. Kulturelle Vielfalt am Laufband, unvergesslich und weltbewegend. Die neue Welt ist ohne Geld. Kostenlose Verpflegung mit einem vielfältig kulinarischen Angebot. Live-Filmübertragung in die ganze Welt. Simultanübersetzung in 13 Sprachen. Über 3000 Menschen waren live dabei. Und heute kannst du teilhaben unter www.sasek.tv/grenzenlos. Eine Großveranstaltung mit Ivo Sasek. Jeder Mensch, der hier drin ist, und jeder Mensch da draußen in der Welt, der nach Gerechtigkeit dürstet, Gerechtigkeit begehrt und sie übt, der ist das Gott. Punkt. So sagt es die Bibel, so sagt es der Koran, so sagt es jedes Religionsbuch. Ich bin Muslim, Sie sind Christen. Doch da gibt es keine Barriere zwischen uns. Unsere Herzen sind verbunden und wir wollen alle nur eines, dass wir alle in Frieden leben können. Bei mir sind zwei Beine und zwei Hände, ein Mensch und nicht vier. Deshalb sagen wir ganz offen heraus, wir brauchen einander und wir lieben euch. Wir werden weiterhin unsere Brüder, die Kurden und Syrer, die in Not sind, unterstützen und lieben. Wir sind eins, ob Moslem oder Christ. Wir halten zusammen und sitzen gemeinsam am Tisch. Wir lieben euch, wir brauchen einander. In den einzelnen Religionen drin. Das ist die abgewandelte Form, wie wir sie kennen. Wie terroristisch sind Religionen, könnte man sagen. Ist aber besser, wenn wir die Frage... Unsere Sehnsucht ist der Respekt gegenüber allen Kulturen, Religionen und Völkern. Religion ist für uns Spiritualität, ist für uns Spaß, ist für uns Freiheit. Heute Abend öffnen wir unsere Herzen für euch alle und wir sagen, wir brauchen euch. Wir müssen wieder einsehen, dass wir einander brauchen. Du könntest ohne die Beihilfe von mindestens 15 Nationen noch nicht mal zur Arbeit fahren. Verstehst du das? Da hast du es. Tee aus China trinkst du am Morgen, oder? Kaffee aus Kolumbien, stimmt das? Den Teller, aus dem du isst, ist aus Holland, das Besteck aus Solingen, stimmt es? Gewürze aus mediterranen Ländern bis Indien, oder? Kleider aus Bangladesch. Nicht nur wir Afrikaner sind Geschwister, sondern mit euch allen sind wir eine vollständige Familie. Wir brauchen und lieben euch. Wir haben verstanden, dass wir einander brauchen. Wir brauchen euch. Wir lieben euch und wir brauchen euch. Durch Liebe, wir lieben euch. Kein Krieg soll unsere Länder zerstören. Wir lieben euch. Wir lieben euch, Völker aller Länder. Ciao a tutti. C'est l'amour de tous les jours et ça change quelque chose. Nous avons besoin Wir brauchen de... euch. Merci beaucoup. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir werden wieder gemeinsam lächeln. Wir lieben und wir brauchen euch.
sagen, dass wir euch als unsere Ergänzung brauchen. Wir hängen euch gern. Wir lieben euch. Es la historia de dos testigos. So wie jede Religion ihre Abweichler hat, ihre Irrgänger, die vom Ursprung wegführen in etwas Falsches, so ist jede Religion auf ihre Überwinder angewiesen. Und diese Matrix, die wirkt, ist eine Überwindermatrix. Aber siehst du, unversöhnliche Sondergruppen, die gibt es überall. Auch im Sport hast du die Geistreichen, siehst du. Auch im Sport hast du die Mystiker. Auch im Sport hast du die Gesetzlichen. Auch im Sport hast du die Extremisten vom, ja, da hast du sie, die Terroristen, oder? Vom Pazifist bis zum Terrorist hast du alles. Auch im Sport hast du die Macher, siehst du? Auch im Sport hast du die Trägen, die alles den anderen überlassen, oder? Also mach nicht immer ein religiöses Problem daraus. Es ist genau dieselbe Dummheit, Religion mit Terrorismus zusammenzubringen, nur weil das da vorkommt, wie es dumm wäre, den Sport mit Terrorismus in Einklang zu bringen. Versteht ihr das? Jede Abteilung hat seine Abweichler. Jede. Wir lassen uns nicht mehr aufhetzen gegeneinander. Wir brauchen euch, so wie ihr seid. Wir brauchen euch, um gemeinsam Licht in dieses Durcheinander zu bringen. Wir brauchen euch. Wir wollen auf euch hören. Unser Volk will das Beste für die ganze Welt. Wir sind eins. Wir lieben euch. Die Wahrheit, die Gerechtigkeit und Frieden zu lieben. Wir lieben euch. Zusammen bauen wir Le Nouveau Monde. Hold me to your heart. I'm a part of you. I trust you with all I am. Wir können miteinander das Rechte tun. 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 Wir hören auf, uns in diese verdammten Spaltungen reinzubegeben. Frieden schaffen, ganz ohne Waffen. Da steht uns noch was bevor, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Gemeinsam können wir viel bewegen. Wir brauchen euch alle, wir lieben euch. Auch wenn der Feind die Tschechen oder Slowaken hat spalten wollen, wollen wir unsere Freundschaft nicht aufgeben. Wir wünschen uns Einheit und Brüderlichkeit unter den Nationen. Wir lieben euch und wir wollen Frieden. Iran und Iraner sind friedliebende Menschen und ein friedliebendes Land. Sehr herzlichen Dank, in Liebe und bis bald. Ich habe eine Frage. Warum dieser Krieg? Wir möchten Friede für Syrien, für Palästina und für die ganze Welt. ...1967 habe ich den Sechstagekrieg erlebt und die folgenden Kriege, von denen wir immer noch Opfer sind. Trotzdem setze ich ein Friedenszeichen. Ich habe meine bitteren Erfahrungen und alle Erfahrungen abgelegt und den Feinden vergeben. Und Friede sei mit euch.
Wir sagen, genug Krieg. Jetzt ist die Zeit für Friede und für Liebe. Wir sind du, wir sind eins. Das ist unser Herz. Wir alle brauchen einander. Wir wünschen in allen Situationen Brüderlichkeit und Frieden. Wir lieben euch und wollen das Beste für die ganze Welt. Wir brauchen euch Ukrainer. Wir brauchen euch Europäer. Wir brauchen euch Amerikaner. Wir lieben euch. Im Namen aller echten Patrioten möchte ich ganz speziell betonen, wir lieben euch Russen. Wir wollen dem ganzen Establishment, all diesen, die Kriege anzetteln und solche wunderbaren Völker aufeinander loshetzen möchten, unsere Söhne in den Krieg schicken möchten, dass sie die Stimme dagegen. Nein, wir wollen nichts. Nein, wir wollen nichts. Keinen Krieg. Keinen Krieg. Keinen Krieg. Nie wieder Krieg. Ein Zeichen gegen Spaltung und Krieg, indem du heute noch das Feuerwerk der Liebe mit der ganzen Welt teilst. www.sasek.tv/grenzenlos